im Zürcher Hallenstadion, ZSC Lions gegen den HC Lugano. Aber der Blick auf die nackten Zahlen von der Tabelle, der kann hin und wieder täuschen. Spitze gilt nämlich vor allem für die Tessiner, die haben seit 9 Match nie mehr verloren. Spitze ist es überhaupt nicht, was der ZSC in letzter Zeit bietet. Dreimal hintereinander haben die Zürcher verloren. Und darum sind sie wahrscheinlich doppelt froh, dass der Adrian Wichser rechtzeitig für den Match gegen seine ehemaligen Kollegen zurückkommt. Adrian Wichser hat seine Knieverletzung auskuriert und das kam Coach Christian Weber gerade recht. Die offensive Effizienz bei den Lions musste verbessert werden. Um sich in Szene zu setzen, brauchte Adrian Wichser nicht lange. Er war der Erste, der Lugano-Goalie Ronny Rüger prüfte. Und er setzte gleich noch einen drauf, doch der Ausgang blieb derselbe. Weil Matthias Seger als Erster auf die Strafbank musste, verlagerte sich das Geschehen vor das ZSC-Tor. Doch die Zürcher konnten sich erfolgreich zur Wehr setzen. Mit Elston und Lindenbacher. Dann ging Elston in den Konter. Jan Elston schoss die ZSC Lions in Führung. Das 1:0 nach 4 Minuten 53. Dank Jan Elston hatten die Lions einen Stand nach Maß erwischt. Die Freude erlosch aber, als der nächste Zürcher mit 2 Minuten bestraft wurde. Wieder Powerplay Lugano, doch diesmal funktionierte es besser. Hentunen, Peltonen und schließlich Petteri Numelin. Das 1:1, eine rein finnische Produktion. Torhüter Ari Sulander, der einzige Finne beim ZSC, musste sich von seinen Landsleuten ausspielen lassen. Ja, die Zürcher machten sich das Leben selbst schwer. Auch Mike Richard, der Oldie, musste in die Kühlbox. Und erneut waren die Lugano-Finnen auf dem Eis, unterstützt von Topscorer Metropolit. Und der bediente Ville Peltonen zum 2:1 für Lugano. Nach 17 Sekunden Überzahl war Sulander zum zweiten Mal von einem Landsmann bezwungen worden. 2:1 Lugano nach dem ersten Drittel. Der Mittelabschnitt begann mit einem Stockschlag von Paterlini ins Gesicht von Noel Guia. Beide mussten raus, Guia zum Arzt und für Thierry Paterlini war das Spiel zu Ende. 5 Minuten plus Spieldauer, Disziplinarstrafe, das richtige Verdikt von Schiedsrichter Brent Reiber. Die Lions also während 5 Minuten mit einem Mann weniger. Lugano mit Metropolit, Peltonen, Yorkschuss und die Vollendung durch Jukka Hentunen. Das 3:1 in der 22. Minute durch Hentunen, das dritte Powerplay-Tor für Lugano mit einem finnischen Torschützen. Die Tessiner waren in allen Belangen besser als die Zürcher, spielerisch und auch physisch. Ein Beispiel hier mit Sebastian Roy für Jukka Hentunen und schließlich Kevin Romy. Das 4:1 nach 28 Minuten war schön herausgespielt und es war das erste Tor bei 5:5. Doch die nächste Zürcher Strafe ließ nicht lange auf sich warten. Schanne und Murovic überlisteten Sulander. Tor oder doch etwa nicht? Wir klären mit dieser Aufnahme die Scheibe, so scheint es, haarscharf noch auf der Linie. Auch der Schiedsrichter sah dies auf dem Video so. Immer noch 1:4, aber immer noch Powerplay für Lugano. Peltonen, York und Jukka Hentunen hatte noch abgelenkt. Unhaltbar für Sulander zum 5:1 in der 32. Minute. Die Strafen hatten dem ZSC das Genick gebrochen. Christian Weber versuchte es mit einem Timeout. Aber Lugano blieb besser. Steve Hirschi für Kevin Romy und der konnte so lange nachstochen, bis die Scheibe drin war. 6:1 für Lugano. Nach 34 Minuten war das Spiel entschieden und Ari Sulander überließ seinen Posten Ersatzmann Yves Bürlimann. Der 25-Jährige spielte erstmals in der Nationalliga A und wurde kurz vor der zweiten Pause erstmals bezwungen. Jason York, der Torschütze, zum 7:1 für Lugano. Für das dritte Drittel schonte sich auch Lugano-Goalie Ronny Rüger. Sein Ersatz heißt Michael Flückiger und er kam 6 Jahre nach seinem Debüt bei Langnau zum zweiten Einsatz in der höchsten Spielklasse. Und derjenige,
Der ihn heute zum ersten Mal bezwang, war einer, der in dieser Saison noch nie getroffen hatte, Claudio Mochi. Das 2:7 war aber noch nicht der Schlusspunkt. Den setzten die Nationalstürmer Flavien Gon und Sandy Schanner. Das achte Tor für den HC.